Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Fotografen Ralf Grömminger aus Kornwestheim bei Stuttgart. Ralf erzählt, dass er inzwischen schon 50% seines Umsatzes mit Film macht. Er berichtet darüber, was die Anfangsschwierigkeiten waren und wie er mit dem Thema umgeht. Außerdem unterhalten wir uns über seine Ausstellung 24 Karat, die im Moment auch noch in Berlin läuft. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business bei iTunes und auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gero Breleur, ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis an dich: Wenn dir der Podcast gefällt, bitte sei so nett und gib mir bei iTunes eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung und bei YouTube, wenn du dort den Podcast siehst, gerne den Daumen hoch. Vielen Dank und jetzt viel Spaß. Ihr habt eine ganze Produktion mit Film, mit Foto gemacht. Das interessiert mich natürlich jetzt, wie du Film in dein Business sozusagen integriert hast. Als wir uns kennengelernt haben, stand es ja da sozusagen ganz am Anfang. Genau, das haben wir kurz. Und jetzt sagst du, du hast mehr als 50% jetzt schon Film. Also, es war so, dass ich bin ja praktisch vorbereitet in deinen Workshop da rein. Also ging es für mich im Prinzip darum, so die Technik so ein bisschen einfach sicher zu werden. Ne? Und zu sagen, okay, die Idee ist da, der Markt ist da, das war für mich klar. Ja, so erinnere ich mich. Du wusstest genau, das, schon, ich leg los. Ne? Das genau, dass das Bewegtbild einfach wichtig wird. Ne? Und bevor dann die Filmleute hingehen und fotografieren, dachte ich, okay, dann gehen die Fotografen halt in den Film. Ne? Also es ist ja immer so. Das war damals auch so, dass Lithoanstalt, Druckerei, Bildbearbeitung. Macht die Litho die Bildbearbeitung, mache ich als Fotograf die Bildbearbeitung. Das ist immer eine Sache, das musst du entscheiden einfach. Ne? So, und dann musst du halt einfach in den Markt rein. Und Film hat mich halt eben wirklich interessiert und ich fand es halt klasse, dass plötzlich die Spiegelreflexe filmfähig waren in der vernünftigen Qualität und ohne jetzt Hunderttausende in die Hand nehmen zu müssen. Und dann ging es halt tatsächlich nach dem Workshop, ein paar Tage später ging es los. Ich habe die Kunden dann beim Fotoshooting angesprochen und gesagt, hey, übrigens, machen wir auch, habt ihr Lust? Und da war tatsächlich in einem Fall so, dass dann der Kunde gesagt hat, ja klar, ich brauche gerade was von dem Produkt im Studio. Und da haben wir eben dann gerade mit Halogen nicht, was da war, mit zwei Kameras getreten, das war's. Das war genau das, was der Kunde brauchte in dem Moment. Und für uns war es der Startschuss. Es war was ganz Einfaches, was ganz Kleines. Und dann war für mich auch klar, wie das Feeling irgendwie auf der Kundenseite ist. Und dann ging es halt los, dass wir dann die Kunden konkret angesprochen haben. Bei jedem Shooting wurde über Film geredet. Ach, braucht ihr das? Braucht ihr das? Und überall. Da kam dann wieder der Verkäufer. Dann kam der Verkäufer, ja. Also, und zwar jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich dränge das auf, sondern gesagt, Leute, schaut es euch einfach an, es kommt zu euch in Frage. Wir machen Testaufnahmen für euch, weil das war natürlich klar. Die hatten oft ihre Filmcrews, die sie regelmäßig gebucht haben. Und war natürlich im Zweifel, weil sie von uns nichts kannten. Kann der das überhaupt? Und dann haben wir eben Testprojekte angeboten. Wie lief das dann? Erzählst du mal darüber? Zum Beispiel Industriekunde, für den machen wir so Maschinen also und Corporate, also Unternehmenskommunikation. Mit recht aufwendiger Bildbearbeitung und alles. Und dem habe ich dann gesagt, hey, übrigens, wir machen jetzt auch Film, wenn du Lust hast, mache ich ja mal einen Test von der Maschine. Und da kam halt wieder zugute, dass wir die Maschinen, also die Kunden, sehr, sehr gut kennen. Also es ist einfach so, mich interessiert das eben auch wirklich. Also wenn da irgendwelche Zahnräder bearbeitet werden, dann werden die Maschinen, interessiert mich das, weil ich das technisch fantastisch finde. Mhm. Und dadurch, dass ich das eben recht gut verstehe, was da technisch abläuft, verstehe ich natürlich auch, was die an Bildern brauchen, aber ein Bewegtbild. Also die haben wir dann am folgenden Punkt abgeholt. Der Kunde hatte bis zu dem Zeitpunkt 30-minütige Maschinenvideos. Oh. Ja? Also du schläfst nach 30 Sekunden ja schon ein. Ja? Und das war natürlich dann relativ einfach. Die waren halt perfekt gedreht mit Riesenaufwand und alles. Und mir war aber klar, der Kunde braucht eigentlich was ganz anderes. Und dann habe ich gesagt, du, das kann man auch in 30 Sekunden zeigen oder 45 Sekunden. Ja, wie? Ne? War dann die Frage vom Kunden. Und dann haben wir denen das gezeigt, haben es gemacht und es hat denen gefallen und seitdem sind wir da genauso drin. Und der Deal war dann, wir machen das mal und wenn es dir nicht gefällt, dann haben wir Pech gehabt und wenn es dir gefällt, dann unterhalten wir uns weiter. Ja, nee, es war ja klar, dass denen das gefällt. Also ich wusste ja, dass denen das gefällt. Das darfst du ja nicht in Zweifel ziehen in dem Fall. Aber er muss ja erstmal einwilligen, ne? So meine ich ja, jetzt. Für ihn war das praktisch so, ja, mal. Und also er brauchte natürlich, es war tatsächlich schon ein echtes Projekt, er brauchte den Film für eine Maschine, hat dann uns gebucht. War für ihn natürlich ein Risiko, weil ich denke, es war überschaubar.
Aber weil ein großes Vertrauen da ist und dann haben wir das gemacht und seitdem machen wir das regelmäßig und haben eigentlich im Bereich Film den Kunden deutlich weiter vorangebracht. An Fotografie hat sich die letzten Jahre nicht mehr viel getan, sozusagen, weil wir die ein bestimmtes Level haben auf das, was zu denen passt. Und das arbeitet es dann einfach ab bei jedem Projekt. Aber bei Film konnte man den richtig an der Hand nehmen und nach vorne bringen. Und dann hat sich dem Kunden eigentlich was geöffnet, eine ganz andere Welt. Also die sind mittlerweile auf YouTube und mit Facebook, was für die klassische Maschinenbauerindustrie vorher eigentlich nie ein Thema war. Ja. Haben wir eine gute Rückmeldung und so kam eben eins zum anderen. Ja. Also von daher ist das Thema Film bei uns eigentlich heute nicht mehr wegzudenken. Und wenn ihr da jetzt losgelegt habt, also ich meine, ich kenne es ja von mir, selbst wenn ich das jetzt schon jahrelang mache, es ist ja immer wieder sozusagen, es ist halt nicht unser, oder ich fühle mich auch immer noch nicht beim Film jetzt so sicher, wie wenn ich jetzt ein Fotoshooting mache, was ich schon seit 20 Jahren mache, logischerweise. Ne? So, also die Sicherheit kommt natürlich enorm durchs Machen, aber wo waren da für dich am Anfang die, die Brennpunkte, sage ich jetzt mal? Also vielleicht fange ich mal da an. Also es war so eine, für mich sozusagen nach dem Film, nach den ersten Filmshootings, war es für mich körperlich spürbar, dass das eine komplett andere Anstrengung ist. Also ich bin dann so nach einem relativ einfachen Dreh, der jetzt körperlich auch nicht so nicht anstrengend war, also sowohl das Kameralicht und was weiß ich was, aber ich war abends sowas von platt, wo ich dachte, Moment, was ist denn da? Und da habe ich gemerkt, du bist einfach mit dem Kopf ganz anders dabei, weil du permanent diese Aufmerksamkeit und die Fokussierung brauchst auf das, was da vor der Kamera abläuft. Es ist eben nicht nur das Einzige, wie du shootest, siehst du auf dem Computer, wenn du Tessert fotografierst, was läuft da, alles gut? Oder Assistent ist dabei, kontrolliert das Ganze, aber bei Film bist du einfach vollkommen anders dabei. Ne? Und habe dann von Anfang an immer mit 2 oder 3 Kameras gedreht, einfach weil klar war, okay, warum soll ich den Take 3-mal durchlaufen lassen, wenn ich in einem 3 Perspektiven kriege? Das war für mich von vornherein klar. Und was wir dann sehr schnell vom Kunden als Feedback gekriegt haben, dass ich sage, wieso geht das bei euch so schnell? Ich sagte, okay, das ist eigentlich unser normales Arbeitstempo. Ne? Und da habe ich mit anderen Kollegen dann drüber gesprochen über das Thema und die sagten auch, du, wir haben dasselbe gehört. Ne? Also es scheint zu sein, dass wir Fotografen einfach in der Gestaltung sicherer sind. Mhm. Ne? Also sicherer, schneller. Klar sehen wir andere Sachen vielleicht zu genau, wo dann die Filmer sagen, ja, dreht sich eh weg, sieht kein Mensch. Ne? Aber ich habe einfach so ein bisschen als Erfahrungswert, dass das von Kundenseite sehr, sehr gerne angenommen wird. Ne? Klar, Produktionen sind einfach ein bisschen kürzer und man macht eben nicht so viele Wiederholungen vielleicht oder so. Vielleicht ist das so eine Unterscheidung oder so. Also ich stelle das so fest und kriege das von mehreren Kunden als Rückmeldung, dass es einfach effizienter läuft ein Stück weit. Und das ist natürlich ein Vorteil für den Kunden erstmal. Für uns ist es sozusagen erstmal so ein Status, auf dem wir stehen, weil es jetzt nicht so, dass wir besonders schnell arbeiten oder bewusst schnell drehen, sondern es scheint einfach so zu sein, dass man dann in dem Segment als Fotograf einen gewissen Vorteil hat. Scheint so zu sein. Und den Vorteil muss man natürlich dann ausnutzen und gleich mitnehmen. Ne? Und da reden wir mittlerweile auch bei Kunden drüber. Wenn die uns dann sagen, dass für bestimmte Produktionen, 3, 4 Tage gebraucht wurden und man wirklich nach normalen Kriterien nicht versteht, warum. Ich will jetzt nicht die Arbeit von Filmer runter, weil die ganz, ganz genau wissen, was sie machen in der Regel und genau arbeiten. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir vorher beim Kunden ganz genau abfragen, was ist der Markt, wo muss das Bild funktionieren, was drehen wir dafür und wird ein genaues Drehbuch gemacht. Und wir drehen eben auch nicht mehr. Ne? Aber hast du da sozusagen dann Fachleute noch angeholt am Anfang oder hast du das direkt dir selbst zugetraut? Ja, das ist so ein bisschen ein Thema, also das ist sicherlich eine Schwachstelle bei mir, muss ich klar sagen, ich bin so ein Selbermacher. Ne? Mhm. Und da muss ich irgendwie so offener werden und sagen, okay, ich hole mir zum Team eben noch andere Leute dazu. Also Beleuchter habe ich mit dabei, hat auch schon Tonleute mit dabei, Schnitt machen wir es selber. Die Frage ist wirklich, muss es sein? Ne? Aber ja, es muss ja ein bisschen spannend bleiben. No risk, no fun. Ja. Genau, aber die sozusagen, es hört sich jetzt alles sehr cool an, aber hattest du auch Schwierigkeiten irgendwo bei irgendwelchen Punkten? Also ich meine, Tonaufnahme zum Beispiel ist ja immer so ein heikler Punkt. Ja gut, das war in deinem letzten Ton-Podcast, dachte ich irgendwie, woher weiß der, dass ich da Probleme habe? Naja, weil wir alle Probleme haben. Ja, gerade auch ein Projekt, wo wir dann O-Ton eingefangen haben, also Interviews gemacht haben, im sehr lauten Umfeld. Ne? Und
die Störbereiche sind sowas von massiv, dass ich sage, okay, ups, das muss dann nächstes Mal auch anders laufen. Also da sind dann einfach Themen, die halt bisher nicht da waren. Ne? Also da muss man sich einfach dann auch nochmal vollkommen neu reinfuchsen oder sich halt eben wirklich jemand dazu nehme. Geben die Budgets oft nicht her. Mhm. Und sagen wir mal, einen vernünftigen Interviewton zu machen, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Geheimnis. Also da muss man sich einfach reinfuchsen dann. Also da sind wir vielleicht dann im Moment noch nicht ganz so gut, aber das wird dann auch. Es ist natürlich, du fasst viele Themen an, die halt bisher kein Thema waren. Ne? Also durch alle Ebenen, Bilderzeugung, Ton und Schnitt und alles. Oder Musik dazu, oder nachher noch ein Sprecher dazu. Oder halt eben Untertitel oder wie auch immer. Es sind viele Themen, die bisher nicht da waren. Und da finde ich halt eben, oder sagen wir, unser Anspruch ist der, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nicht schlechter sein als in der Fotografie. Das ist so schon das, wo ich sage, da muss es irgendwo hin. Das sind wir im Moment noch nicht, das ist mir auch klar. Aber ihr habt ja auch eine ganze breite Palette an Filmen. Ne? Ich weiß nicht, seid ihr denn so breit auf fotomäßig aufgestellt? Weil ich sag mal, ihr habt von dem Unternehmensfilm über den Eventfilm, schon. Tanzfilm, keine Ahnung, was ich alles bei dir jetzt vorhin auf der Seite gesehen habe. Ja. Ja gut, da sind wir eigentlich im Prinzip wieder ganz am Anfang, ne? Wo du sagst, wo ich da gesagt habe, eigentlich interessiert mich das alles. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt nur in eine bestimmte Sparte rein. Also dieser Job ist für mich das Projekt. Und da versuche ich das erstmal zu verstehen, um was es da geht und versuche da einzutauchen und gehe halt hinterher auch wieder raus. Ne? Und so ist bei Fotografie genauso. Ich habe da jetzt nicht so einen inhaltlichen Punkt, wo ich sage, es muss dann unbedingt das sein. Es gibt bestimmt einen Schwerpunkt im Bereich People, aber Maschinenvideo drehen finde ich auch spannend. Also so eine Maschine zu verstehen und da über Technologie was zu lernen, ne? Oder so. Da kriegst du auch jede Menge Hintergründe mit. Musst ja auch ständig mit Leuten umgehen. Also das ist dann schon so, dass ich da keinen zu starken Fokus eigentlich in einen Bereich gebe. Hat beim Verkauf manchmal das Problem, dass die Leute einen gern einfach einordnen möchten. Ne? Das wäre jetzt die nächste Frage. Und dann präsentiere ich mich eben bei denen nur als der Fotograf XY oder Z. Dann merkst du das und blendest das dann aus, das andere, oder wie machst du das? Also ich lasse das dann einfach erstmal weg. Die Leute können sich ja informieren, sehen es auf der Website eh. Aber oft ist es so, du kriegst einen Kunden mit einem bestimmten Thema, wenn du dann mal hast, merkt sich, es öffnen sich andere Kanäle nochmal. Und wenn der dann weiß oder sieht, aha, der kann das ja auch, dann bleibt er natürlich bei dir und sucht sich nicht für ein anderes Thema einen anderen Fotografen oder Filmer. Also von daher verkaufe ich Spezialistentum eigentlich, aber bin es gar nicht. Ne? So, du verkaufst an jeden ein anderes Spezialistentum. Ja, vielleicht auch. Manche mögen den Generalisten auch. Also es gibt immer mehr, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch Kunden. Ich habe die noch nicht gefunden. Eigentlich sagt man ja immer wieder, ich finde immer nur die Generalisten. Also nur die Generalisten. Ja, ich bin immer in dem Podcast, denke ich so, es muss ja diese, man sagt ja immer, fokussieren, Themen einbrennen und da fängt es ja schon damit an, wenn man sagt, man macht Fotografie und Film, das steht ja auch auf deiner Webseite so. Ja. Da hat man ja schon mal zwei Riesenfelder und dann sich noch thematisch einzugrenzen, eigentlich ist das ja immer die Empfehlung. Ne? Also es fing ja auch bei dem Namen, also Fotografie und Film finde ich ja schon, also das Wort Film finde ich ja schon sehr hochgegriffen, also es ist mir fast schon so ein bisschen, wo ich sage, oh, ne? Machen wir ja eigentlich nicht, wir machen Clips. Video nennen, ging ja auch nicht. Ja? Also es ist dann schon in der Begrifflichkeit so ein bisschen ein Problem, das eigentlich zu fassen, was man eigentlich macht, habe ich dann für Film entschieden, weil es einfach geläufig ist, aber wir wissen dann schon sehr genau, wo wir da unterwegs sind. Nämlich im Moment in diesem Thema Kurzclips zu den verschiedensten Themen. Und das wird halt eben dann aufgebaut in Richtung Qualität und auch vielleicht auch noch andere Themen. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt an Neukunden denkst oder so, da verkaufst du dich aber dann jetzt immer auch noch als Fotograf, der auch filmen kann, oder? Genau, das geht in erster Linie so rum. Ja. Das ist auch so, ich nenne mich ja auch filmender Fotograf. Genau, ist, glaube ich, auch gut, das so zu machen. Und nichtsdestotrotz habt ihr es ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, das formuliere ich bei mir immer so, ich bin jetzt nicht der jetzt irgendwelchen Produktionsfirmen was wegschnappen könnte, aber bei euch hat es ja offenbar geklappt, weil ihr einfach anders und für den Kunden effizienter arbeitet. Also das ist ja auch ein ganz spannendes Learning, finde ich. Ich habe das immer so gemacht. Also das war auch in allen Phasen, ob das in Großstudio in Saarbrücken oder auch in Berlin. Ich habe das immer selber organisiert irgendwie, weil ich fand die Reibungsverluste immer so massiv hoch. Mhm. Also man braucht keine Riesenproduktion. Das braucht man ganz bestimmt bei bestimmten Projekten, aber die Projekte habe ich nicht. Ja, man braucht die nicht immer, finde ich richtig. Das ist der Punkt. Ne? Und so hat man eben maximal Einfluss. Ne? Auch.
und muss nicht immer alles wieder kommunizieren. Also so, wenn der eh klar ist und ich weiß, wie ich es organisieren kann, dann mache ich es eben. Also das läuft ganz pragmatisch dann. Mhm. Ja. Da ist wahrscheinlich dann auch der Vorteil, du sagtest es ja vorhin schon mal, dass du in Stuttgart deine Kunden auch langjährig hast. Das heißt, da ist ja, auch was du so ein Stück weit Vertrauen nanntest. Ja. Dann auch da, okay, der sagt, er kann jetzt auch filmen. Ja, Ralf ist schon schaffen, so nach dem Motto. Das ist tatsächlich so. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wo du da hin willst in Zukunft in Sachen Film, noch mehr zur Qualität und so weiter und so fort. Gibt es da jetzt noch irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, ich habe jetzt gemerkt, das und das haben wir noch nicht optimal targetiert oder wie auch immer. Hast du da noch einen Tipp aus deiner Erfahrung? Also wo du glaubst, dass es hingehen muss und kann und so. Ja, das Thema Storytelling. Ne? Okay, was heißt das für dich? Ja, das ist, ich weiß, da kann man auch mehrere Jahre drüber studieren. Ne? Also wir haben ja die Filmhochschule Ludwigsburg direkt dran, da gibt es haben eigentlich einen Pool von guten Leuten. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich die Grenze, die jungen Leute holen. Ja, also das ist so eine Geschichte, wo ich sage, ich komme nicht von da. Ne? Also wie baue ich eine Dramaturgie auf? Wie baue ich eine Spannungslinie im Film auf? Also wenn es wirklich um eine erzählte Geschichte geht. Also sowas haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber das fände ich vielleicht auch spannend für die Zukunft, mal da einen Blick reinzuwerfen. Und zu wissen, wie das funktioniert, ist sicherlich auch hilfreich bei allem anderen. Ich glaube, und nicht nur bei Geschichten, wo du Leute hast, die dir eine Geschichte erzählen, sondern eigentlich soll ja jeder Film eine Geschichte erzählen. Ne? Ja. Also ist halt jetzt gerade Storytelling ist ja eh in aller Munde, nicht nur bei Filmen. Das ist eben diese nächste Ebene. Ne? Aber als Fotografen kennen wir es natürlich vom Standbild mit Bildserien oder redaktionellen Arbeiten, ganz klar. Aber im Film ist halt nochmal ein anderes Thema. Das finde ich mega interessant und da besteht noch so ein bisschen Schulungsbedarf. Ja. Na gut, ich schließe mich da ja auch nicht aus. Ich habe es ja auch nicht studiert. Also von daher, natürlich beschäftige ich mich damit viel, aber nichtsdestotrotz, also da kann man immer lernen. Ja. Ne? Also, aber klar, die das ist, glaube ich, wichtig, was du vorhin schon mal sagtest, auch in der Fotografie, das geht natürlich fürs Filmen genauso, den Kunden abholen, fragen, was er will, zu spüren, was er braucht wirklich. Genau. Gutes Beispiel, wo du sagtest, der hat immer 30 Minuten Videos bekommen, die er gar nicht brauchte. Ja. Gerade heutzutage den Kunden klar zu machen. Viele bei meinen Kunden ist zumindest so, die merken das selber schon. Die kommen schon an mit 17 Sekunden, 30 Sekunden, 45 Sekunden. Da muss ich die inzwischen gar nicht mehr hin beraten sozusagen. Okay. Aber da fällt es natürlich auch trotzdem auf, wenn ein Film irgendwie eine Story hat, wenn er irgendwie Anfang, Mittelteil, Ende zumindest mal hat und irgendwo auch, wenn man weiß, was man erzählen soll, hilft das dann, glaube ich, auch. Also wenn man weiß, was der Kunde erzählen will, so rum. Ich denke, es dient der Sache und es macht dann die Film besser. Ja, absolut. Genau. Zum Ende will ich doch noch, weil du jetzt auch gerade deshalb bist ja jetzt zufällig in Berlin, nochmal das Thema Ausstellung, weil wenn ich dich bei Facebook verfolge, zumindest weiß nicht, ob es mir jetzt so geht, weil ich dich so selten dann wahrnehme, aber also Ausstellung habe ich immer an dich gedacht. Also du hast sozusagen alles, was ich von dir gesehen habe, war immer da mal eine Ausstellung, dort mal wieder ein Projekt. War das nur gefühlt? Oder? Das ist tatsächlich gefühlt. Okay. Also es ist ja schön, dass das so rüberkommt. du bist jetzt ja gerade in Berlin, um eine Ausstellung zu eröffnen. Also Ausstellung ist halt immer wieder mal ein Thema, aber doch in relativ großen Zeitabständen. Und, das sind dann eben so... Aber ich erinnere mich, dass du mit Russen-Thema schon mal irgendwo unterwegs warst. Das ist das gleiche Projekt, was wir jetzt hier in Berlin wieder zeigen. Okay. Also ich sehe jetzt die Ausstellung, die ich dann wo verpasst habe? Hier in der im Europäischen Kulturforum in der Galerie im Festungsgraben hier in Berlin. Das da war sie schon mal. 2013. Ah, okay. Achso. Also wir haben die jetzt sozusagen wieder ausgepackt, weil das Museum Karlshorst, Deutsch-Russische Museum, kam auf uns zu. Die Ausstellung heißt Russland 24 Karat. Okay. Der Name kommt ein bisschen daher, dass es eine Kombination, also formal ist eine Kombination aus Fotografie und vergoldeten Hintergründen. Also tatsächlich mit echtem Blattgold vergoldet. Was natürlich in der Kombination so ein bisschen ungewöhnlich ist und es, glaube ich, bisher in der Form noch nicht gab. Wir haben es einfach als die richtige Form angesehen, die halt eben für das Projekt adäquat ist. Eben. Wir sind in den Jahren 2010 bis 2013 öfter in Russland gewesen und in anderen europäischen Städten und haben berühmte Russen fotografiert. Aus dem Bereich Kultur, Kunst, Wissenschaft, Film, Theater und... Also du und deine Frau heißt jetzt mal. Genau, korrekt. Okay. Und
Ausgangspunkt war im Prinzip diese Feststellung, dass man einfach, dass so in den 90er, Ende 90er, Anfang der 2000er Jahre, alles, was mit Russland zu tun hatte, hat man irgendwie immer mit den goldenen Zeiten dann irgendwo in Verbindung gebracht. Ne? Oligarchen, viel Geld, irgendwie in Russland geht alles, irgendwie alle, auch in Berlin. Ne? Das war dann auch in der Zeit, als ich in Berlin gelebt habe, alle wollten unbedingt mit Russland Business machen und irgendwie so, es war alles so ein Hype irgendwie. Und eigentlich wussten wir so wenig drüber. Also es war so ein Thema, wo wir gesagt haben, wir wollen das mal so ein bisschen verifizieren und einfach mal gucken gehen. Weil wir eigentlich so goldenes Zeitalter eher so ein bisschen mit geistiger Arbeit verbinden. Ne? So ein bisschen, was weiß ich, wenn tolle Erfindungen gemacht werden oder irgendwie auch so ein bisschen in der Gesellschaftsgeschichte so ein bisschen Veränderungen passieren. Das haben wir nämlich mit verbunden und haben dann eine Umfrage gestartet über Online-Medien in Russland und haben gefragt, wer sind denn die bedeutendsten Russen? Okay. Und dann auch Bekannte gefragt, Freunde gefragt, die da in Moskau oder St. Petersburg leben, im Kunstbereich unterwegs oder im Filmbereich hauptsächlich. Wer ist denn da bei euch so? Wer sind so die Top-Köpfe? Und hatten dann erste Kontakte nach Moskau, sind hingeflogen, erste Termine gemacht, porträtiert, tolle Gespräche geführt. Wir haben auch Interviews dazu geführt, wo wir so einen Standard-Fragenkatalog eigentlich abgefragt haben, ne, wo es sehr um Russland ging, um Befindlichkeiten, um Meinungen und sowas. Und am Ende waren es eben 26 Einzelporträts bzw. Gruppenaufnahmen, okay, die wir sozusagen gesammelt haben. Ne? Ausgearbeitet dann großformatige Porträts, großformatige Fine Art Prints, die wir selber bei uns auf einem großen Drucker herstellen können. Okay. Und meine Frau Tilda hat sich dann in das Thema Vergolden reingearbeitet, hat bei einer Vergolderin Workshops gemacht und sich dann um dieses Thema dann auch formal gekümmert. Ne? Es gab dann zwei verschiedene Techniken. Es gibt einmal dieses nachträgliche, ähnlich wie im Freisteller gemacht wird, das Blattgold um die Person herum aufgetragen wird. Und die zweite Technik ist die, dass wir Serigraphien haben machen lassen auf bereits vergoldete Hintergründe. Also mehrfarbige Schwarz-Weiß-Drucke. Also es wurden teilweise 8 verschiedene Siebe hergestellt, um dann schwarz zu drucken. Also das hat nachher als Effekt den, dass du halt eine enorme Bildtiefe auf dem Gold halt eben kriegst. Also es lohnt sich auch schon. Also ich wollte gerade sagen, die, ja, sehe ich ja jetzt morgen, aber ja, ja, jetzt nochmal, jetzt muss ich das nochmal verstehen. Ihr habt jetzt Porträt also fotografiert, ja, und das auf eine Goldplatte geprintet, oder was? Das ist die zweite Technik. Die zweite Technik ist die Schwarz-Weiß-Siebdruck auf Gold, auf eine Goldfläche. Und das erste, was ich erzählt habe, ist praktisch ein Fine Art Print, ganz normalen Farbprint auf ein entsprechend galeriefestes Papier. Und danach eben stand das Umfeld, so, genau, direkt auf dem Druckpapier den Hintergrund eben vergoldet. Und das, was du mir jetzt zeigst, sind Scans davon oder das abfotografiert? Das sind abfotografiert, ja. Ah, okay. Ja, das kommt natürlich lange. Das heißt, die Leute, die sind freigestellt worden danach? Manuell, richtig. Genau, okay. Ja, genau. Also ihr habt die fotografiert und habt nur den, okay, Kopf auf oder mit, genau, eurem, korrekt, Gold verbunden. Korrekt, ah, genau. Also den zeig doch mal bitte. Ja, genau. Ich blätter einfach mal durch. Ja. Also er beispielsweise ist Chef von einer Chef von einer großen Herzklinik, größte Herzklinik in Russland. Ach Gott, okay, also genau, das ist jetzt auch. Das ist praktisch oder? Dieses Schwarz-Weiß-Print, also Siebdruck auf Gold. Krass. Und das lasst ihr aber dann machen. Das soll man machen, ja, lassen. Ja, genau. Das war also echt eine Wissenschaft für sich. Genau. Ja, ups, geh mal kurz zurück. Genau. Viktor Jerofejew, ein berühmter Schriftsteller. Ein Schauspielschüler in einer berühmten Schauspielschule. Da kriegt man dann die Struktur dann noch. Genau. Auf was für einer Platte ist das? Du meinst den Hintergrund? Ja. Das ist so eine spezielle Holzplatte, die halt eben wenig sozusagen nachher auch das Material direkt aufnimmt. Ne? Ah. Da haben wir auch so ein bisschen verschiedene Materialien getestet und uns dann nachher für was entschieden, was eben dann nach Auftrag dieser verschiedenen Schichten nicht sich verformt eben. Oh, ja. Olga Sviblova, das ist die Leiterin des Fotografiemuseums in Moskau. Alferow, Nobelpreisträger, den wir hier in Berlin getroffen haben, der war auf dem Kongress hier in Berlin, haben wir den gefangen sozusagen, in Kempinski, unter den Linden. Überrascht, oder was? Ja, genau. Ja, genau. Ja.
Und hast du dich jetzt bewusst dafür entschieden, das zu mischen? Weil ich finde die Gold, wie nennt man das dann? Also genau, die nicht freigestellt, die Siebdrucke finde ich fast noch spannender. Ja, finden wir alle. Aber es ist halt einfach tatsächlich auch ein Produktionsthema. Ja. Ja. Es ist massiv teuer. Krass. Und die reichen Russen haben euch das nicht abgekauft. Die waren von ihren Bildern dann nicht so begeistert, dass sie das wollten. Nee, ist auch mit dem Gold gedruckt? Oder nee, das ist tatsächlich so ein bisschen in der Farbe halt eben verändert. Das ist Sepia-mäßig so ein bisschen. Genau. Chupan Kramatova, sie war in dem Film gut bei Lenin, war sie die Krankenschwester. Okay. Also die Partnerin von Daniel Brühl in dem Film. Ja, ist eine sehr, sehr tolle, die auch in Russland sehr, sehr einen Star-Status im Prinzip auch hat. Ja, und diese Kontakte, das interessiert mich jetzt doch nochmal, die habt ihr dann durch Zufälle bekommen? Oder haben die alle, also wie viele Absagen hat, also war das Verhältnis gut? Haben die daran Interesse gehabt? Oder ja, das ist, wir hatten einen, man da in Kontakt? Genau, das war natürlich ein Hauptteil im Prinzip der Arbeit, also diese Kontakte zu suchen und herzustellen. Es gab welche, bei denen lief das vollkommen einfach, in dem Sinn, dass man sie direkt anrufen konnte. Telefonakquise. oder eben dann über ein Pressebüro oder so. Ja. Und dann war es aber so, dass wir dann, als wir dann die ersten zwei, drei einfach auch hatten, dann teilweise über Querverbindungen dann sozusagen an die Nächsten gekommen sind. Okay, also dass der eine gesagt hat, hier, die waren schon mal bei mir, die sind okay, die haben mich nicht beklaut. Ja, wir hatten einen riesen Vorteil, dass es eben ein vollkommen unabhängiges Projekt war. Wir waren weder finanziert von einer Stiftung oder von einem NGO oder von was weiß ich was, sondern es war einfach unser sozusagen privates künstlerisches Projekt. Ne? Also was eigentlich die Idealform ist eigentlich. Ne? Und hatten dann eine schöne Ausstellung in Kornwestheim, wir haben ein tolles Museum da. Als zweiter Standort war dann hier in Berlin die Galerie im Festungsgraben und als drittes haben wir die Ausstellung dann in Moskau in der Galerie der Künste gezeigt. Ach so, wow. Ja. Deshalb habe ich die immer wieder gesehen. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass es immer das Gleiche war. Das ist immer das Gleiche. Das ist ein Thema, was uns seit Jahren begleitet. Ja. Und aber jetzt habt ihr daran noch weiter gearbeitet? Nee, jetzt fertig. Abgeschlossen. Ja. Ja. Super. Genau, machst du denn sonst auch freie Projekte noch? Also du hattest ja vorhin schon mal gesagt, deine freien Projekte sind jetzt die Kundenprojekte. Ja, das sind meine Projekte. Also im Moment ist im Moment nichts in der Pipeline. Also es ist tatsächlich im Moment so, dass wir mit dem Nachbereiten unserer Russenausstellung vollauf abgedeckt sind, was Zeitbudget angeht, was einfach so parallel noch laufen kann. Ja gut, aber man kann ja sagen, man macht jetzt fürs Portfolio nochmal wo man Spaß dran hat. Ja, das ist im Moment so ein bisschen in der Warteschleife, weil wir im Moment voll sind. Findest du das schade? Würdest du das gerne machen? Ja, das ist natürlich immer so, da brennt natürlich immer was. Ich hatte in meiner Zeit, als ich noch mit Bergbau viel zu tun hatte, da einige freie Projekte gemacht, was einfach immer um die Jobprojekte rum entstanden ist. Ne? Und da gibt es natürlich jetzt auch durch diese Jobprojekte, die wir im Moment am Laufen haben, auch einige Anknüpfungspunkte, wo ich sage, das wäre natürlich auch mal was für ein freies Projekt. Ne? Aber da sind wir eigentlich auch wieder beim Thema Inhalt. Das war jetzt für mich nie so dieses Riesenthema oder sagen wir so ein Riesenbedürfnis zu sagen, okay, ich habe jetzt da was, was ich unbedingt an die Wand bringen muss oder unbedingt umsetzen muss. Ne? Cool. Okay. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, bitte ich dich noch einmal herzlich um eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei YouTube. Wenn du dort unterwegs bist, gib mir doch bitte den Daumen hoch. Danke und bis bald.